Moin moin, meine lieben Abenteurer, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier zu Herr der Ringe Online. Ich bin's André und wir sind hier in Lothlórien unterwegs und werden uns jetzt der Aufgabe von Eladan und Elro hier widmen. So, wir stehen an der Schwelle von Karas Galadhorn. Aber wie können wir tatenlos zusehen, wie die Waage den goldenen Wald verwüsten? Um und ihr wart ein unerschütterlicher Freund. Ihr habt niemals gezaudert, uns zu helfen, und dafür danken wir euch. Ihr habt euer Versprechen uns und unserem Vater gegenüber gehalten, doch wir haben eine letzte Bitte an euch. Kommt mit uns in den Norden, was die Waage auch geplant haben. Wir werden dem ein Ende setzen, gemeinsam. Das ist seltsame Kunde. Der Wächter schaut euch einen kurzen Moment mit zusammengekniffenen Augen an, ehe er ergeben seufzt. Bin ich in der Lage, Hilfe zurückzuweisen, in welcher Form sie auch immer kommt? Wenn Elronds Söhne euch vertrauen, dann will ich meinen Zweifel beiseite schieben. Die Waage sind aus den Tälern gekommen. Unsere Kundschafter haben berichtet, dass einer grau und größer als die anderen, die übrigen, befehligt. Mehrere Waage haben uns hier überfallen, ehe sie nach Südosten entkamen. Zwei Kundschafter folgten dem fliehenden Warten und sind noch nicht zurückgekehrt. Ich fürchte, sie wurden überwältigt. Wir werden nach ihnen Ausschau halten. Habt ihr das auch gehört? Ja, da kommen sie. Oh, ich kann die Kundschafter sehen. Die werden angegriffen. Tut mir leid, ich kann nicht weiterkämpfen, aber bitte findet meine Partnerin. Wir wurden im Getümmel getrennt, sie hat die Waage nach Süden verfolgt. Wir werden sie finden, versprochen. Seid vorsichtig. Selbst die wilden Tiere sind in Gefahr.
Da ist die andere Kundschafterin. Meine Partnerin gefunden? Ja, sie durfte inzwischen zurück am Tala Revel sein. Danke, ich würde ja mit euch auf die Jagd gehen, aber in meiner Verfassung werde ich euch nur hindern. Seid vorsichtig, der graue Barg schleicht mit seinen Brüdern in Ceren Bressi herum. Dann werden wir diesen Ort von seiner abscheulichen Geisel befreien. Das muss ihr Anführer sein, eine furchterregende Bestie, aber dennoch sterblich. Die Waage soll nie wieder Los Lorien und seine Bewohner heimsuchen. Wir folgen euch. So, jetzt kommt erst wahrscheinlich. Haben wir denn da? Unser nächstes Mal bietet sich gerade freiwillig an. Ihre Machenschaften haben jetzt ein Ende, abscheuliche Bestie. Der goldene Wald wird Sauron niemals in die Hände fallen. Ha, Sauron, wir folgen niemand anderen als Ranalur, dem Anführer der Waage. Und sein Rudel wird euch ins Verderben schicken. Varg erwähnte einen Namen, Ranalur. Kann mir nicht vorstellen, dass der Varg-Häuptling einen anderen den Befehl über das Rudel überlässt, es sei denn, er selbst wäre nicht dabei. Nachdem wir jetzt wissen, dass sie nicht für Sauron kämpfen, stellen sie keine besondere Bedrohung dar. Die übrigen Varge werden sich entweder in die Täler zurückschleichen oder den Galadrim zum Opfer fallen. Lorien ist sicher. Vielleicht wird Tatur Munzo irgendwann ein lichterer Ort sein. Doch zunächst müssen wir unseren Blick auf einen anderen Ort richten. Wir werden die Kundschafter am Tal Revel wissen lassen, dass die Waage ihr Ende gefunden haben und dann nach Arras Galathorn zurückkehren. Guck mal, jetzt komme ich von der Seite. Trotzdem darf ich nicht rein. Warum tust du mir das an? Und die beiden warten unten. Ah, ich bin ja drinne. Hier drüben, Bomundir. Bomundir, da seid ihr ja. Der Garten unserer Großmutter ist beeindruckend, nicht wahr? Ich kann verstehen, dass ihr verweilen und alles in euch aufnehmen wollt. Aber entfernt euch lieber nicht allzu weit. Wir haben unser Wort gegeben, dass ihr vertrauenswürdig seid. Doch die Galadrim sehen Fremde nicht gern, wie ihr sicher festgestellt habt. Bald werden sich unsere Wege trennen, wenn wir unsere Großmutter aufsuchen. Aber für den Moment, wir wollen gemeinsam hineingehen. Erohir lächelt. Leider nähern wir uns dem Ende unseres Abenteuers. Unsere Reise war voller Gefahren, aber ein kleiner Teil von mir ist traurig, dass sie vorbei ist. Kopf hoch, Eladan. Bomundir wird uns sicher die Ehre erweisen, irgendwann wieder mit ihm auf Abenteuer aufzuziehen. Ohne euch wären wir nie so weit gekommen. Wir stehen eurer Schuld. Der Tat. Großvater! Eladan, Elorir. Sie wartet auf euch. Dann heißt es nun Abschied nehmen, Bomundir. Das ist so traurig. Willkommen in Karas Galathorn. Auf ein Wort.
Ich danke euch, dass ihr über meine Enkel gewacht habt. Ich hörte, dass ihr drei über den Rothornpass nach Lorien gekommen seid. Der Weg muss schwer für sie gewesen sein. Ihre Mutter ist schon lange in den Westen gesegelt. Doch unsere Treue bleibt. Unsere Trauer bleibt. Ich weiß nicht, was genau sich auf euren Reisen ereignet hat. Was gibt es Neues von Imladris? Habt ihr etwas entdecken können? Während ihr über jeden Schritt eurer Reisen berichtet, hört Herr Celeborn aufmerksam zu. Bei der Beschreibung eurer Begegnung mit den Wagen vom Schatt nur Munzur verfinstert sich sein Blick. Meine Enkel werden euch sicher von den Verbindungen unserer Familie zu diesem verfluchten Ort erzählt haben. Für den Augenblick stellt dieser Rana nur vielleicht keine Gefahr dar. Doch ich fürchte, seine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wenn es Lorien erneut in Gefahr bringen will, wird er keine Gnade finden. Bitte wartet hier. Ich glaube, meine Frau würde euch gern sprechen, sobald ihre Angelegenheiten mit unseren Enkeln geregelt ist. Bomundir, ich würde gern mit euch sprechen. Anna? Auch wenn die Anwesenheit meiner Enkel hier einen ernsten Hintergrund hat, bin ich froh, sie wiederzusehen. Möge unser nächstes Zusammentreffen unter glücklicheren Sternen stehen. Nach den Ereignissen an Karadras kamen sie mit schwerem Herzen zu mir. Grämt euch nicht, Bomundir, eure Anwesenheit war ihnen eine Stütze. Solche Wunden heilen womöglich niemals ganz, doch sie können gelindert werden. Mein Spiegel hat ihnen Visionen der Vergangenheit gezeigt, Momente, die ihnen lieb und teuer sind. Manchmal ist die Erinnerung eine Wohltat. Während Herrin Galadriel spricht, hält sie ihren Blick forscht, fast durchdringend auf euch geheftet. Mittelerde stehen dunkle Tage bevor. Ihr werdet bei der Gestaltung ihres Schicksals eure eigene Rolle zu spielen haben und habt die ersten Schritte dazu bereits getan. Unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Doch jetzt verweilt nicht bei solchen Gedanken. Findet Frieden unter den Malonbäumen. Sobald ihr ausgeruht und wieder bei Kräften seid, schicken wir euch eure Wege. Schon wieder im Bruchtal. Na, direkt vorher in Elrond. Na, das war ja jetzt spannend. Ich hoffe, euch hat die Geschichte auch gefallen, meine Lieben. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und schaltet nächstes Mal einfach wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.